So, servus. Geh schon wieder weiter. Wir sind heute wieder mit der Spritzen unterwegs. Wir machen wieder eine Insektizidbehandlung im Raps. Den können wir uns ja gleich mal anschauen. Genau. Ich hoffe, man da kennt damit sehr recht schön. Wie man sieht, da Mäuse sind mehr wie genug schon wieder vorhanden. Sind aber alles alte Mäuslöcher vom Herbst noch. Ja, verwutscht sie wahrscheinlich nur relativ gut, aber die bleiben jetzt leider. Genau, das sind jetzt da die 5 Hektar Raps mit der normalen Trümmerschiene ausgebracht. Und im Hintergrund sind dann nur 2 Hektar Raps mit der Einzelkörner 50 cm Reinabstand. Den schauen wir uns dann an, wenn wir gleich vorbeifahren. Aber jetzt nochmal ganz kurz zu spritzen. Wie man sieht, Querneland A12 mit 15 Meter Alugestänge, dazu die Steuerung. Da machen wir jetzt einmal, klappen wir es jetzt einmal gemeinsam aus. Dazu geben wir einen Dauerdruck auf das Steuergerät. Dann fahren wir über den ganz rechten Kippschalter das Gestänge in die Hägen, das entriegelt. Dann mit D2 klappen wir jeweils eine Seite aus. Genau. Fahrt jetzt auseinander, links und rechts jeweils. Auch sehr bekannt oder beim Querneland diese Z-Klappen, was man gleich sehen wird. Ganz einfach, in der Mitte liegt noch ein Zylinder jeweils, pro Seiten natürlich. Der klappt das Ganze, das Rest geht mechanisch über das Gestänge, das Graue, was man vielleicht ein bisschen erkennen kann. So klappt die dann aus. Wenn das fertig ist, machen wir nur die Verriegelung für die Pendelung auf, bis eben das rote Licht um nicht mehr leicht. Genau. Dann fahren wir noch über die Hechen das Gestänge auf ca. 50 cm über den Bestand. Das stellen wir sich dann im Bestand selber fertig ein, das passt. Danach aktivieren wir die Zapfhähne vom Traktor. Fahren auf 540 Zapfhähnenumdrehungen. Genau. So, Teilbretten schalten wir alle ein. Wie gesagt, die Spritzen fahren automatisch geschwindigkeitsabhängig auf die 280 Liter pro Hektar. Sprich, den Druck brauche ich nicht verstellen, das macht es allein. Damit schalte ich jetzt dann die komplette Spritzen ein. Das ist Rührwerk, das können wir jetzt ausschalten, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Eben die 5 Teilbretten. Und hier kann man dann als Gestänge seitlich die Pendelung einstellen. Genau, wie schon erwähnt, Querneland-Spritzen A12 seit dem Jahr, dem Frühjahr bei uns, ist eine Gebrauchtmaschine gewesen, wird die Jessenit jetzt ersetzen. Bis jetzt haben wir sehr zufrieden mit der Maschine, sehr einfach aufgebaut für unseren Betrieb, völlig ausreichend. Genau, die Steuerung über den Computer haut auch super hin. Geschwindigkeitssignal kriegt zum Traktor. Die beiden Traktoren, die wir zum Pflanzenschutzeinsatz verwenden, haben beide das Signal. Diese, also die Stechdosen im Traktor drin, dafür eh schon vorgerüstet gehabt. Genau, wir fahren um die 7 km/h beim Spritzen. Aktuell mit 280 Liter Wasser pro Hektar. Mit drin in der Spritzen haben wir noch Bittersalz, 25 Kilo. Auf 3,5 Hektar fahren wir jetzt da. Eben gesagt, der Raps haben wir 7 Hektar den Schlag. Da fahren wir mit 2 Mal jeweils 3,5 Hektar in der Spritzen. Das sind knapp 1000 Liter Wasser, was wir mit haben. Und auf die 1000 Liter haben wir eben dann noch die 25 Kilo Bittersalz. Epsotop Bohr. Da ist dann auch noch ein Bohr drinnen, eben weil der Raps sehr viel Bohr im Verhältnis braucht. Und das geben wir ihm so auch noch mit. Ist relativ kostengünstig und einfach zum Mitnehmen. Genau, was macht das Bittersalz sonst noch? Hauptsächlich eigentlich wegen Schwefel. Schwefel ganz wichtig, damit auch die Stickstoffaufnahme passt. Genau. Ansonsten Insektizid fahren wir mit dem Summe Alpha aktuell. So, genau. Warum?
machen wir das Ganze da jetzt eigentlich überhaupt? Was für ein Hintergrund ist das? Wir sind mal gerade relativ, wir sind mal gerade schon bei der Schotschwelle mittlerweile auch beim Rapsglanzkäfer. Wir haben schon die 3 bis 4 Rapsglanzkäfer pro Haupttrieb, pro Pflanzen. Teilweise sogar mehr. Genau, den schauen wir jetzt, dass wir wieder wegbringen, bevor der uns die ganzen Knospen wegfrisst. Leider Raps ja an und für sich sehr super Kultur für den Boden und alles. Nur Thema Insekten, also Schädlinge, mittlerweile halt ja fast uninteressant. Wobei es bei uns in der Region noch geht, weil eh nicht allzu viel angebaut wird. Aber im Vergleich zum Weizen etc. ist halt der Aufwand trotzdem um einiges höher. Also da muss man schon mindestens 2-mal pro Woche vorbeischauen. Wie schaut es aus mit Insektendruck? Wenn zu viel los ist, muss man wieder ausfahren. Ist einfach so. Mittel werden leider auch immer weniger und teilweise kann es mir auch teilweise so vor, wenn sie immer schwächer werden. Das begünstigt das Ganze natürlich nicht gerade ganz. Zum Teil ist ja auch schon bei der Aussaat das Problem, dass unsere sehr guten Beizen mittlerweile verboten sind. Auch wenn mittlerweile schon wieder neue auf den Markt kommen, die teilweise jetzt auch nicht schlecht sind. Also die, weiß ich gar nicht mehr, wie die heißt, oder gibt es mittlerweile seit 1-2 Jahren gibt es ja wieder eine Beize, Insektizidbeize. Die hilft auch sehr gegen einen Erdfluch halt, aber eben nicht ganz so, wie wir es vor früher noch gewesen sind. Also vor 4-5 Jahren, 5 Jahren circa. Genau, das macht das auch schon für viele uninteressant gemacht, den Raps überhaupt noch anzubauen. Wie gesagt, bei uns, wenn wir einen relativ hohen Bioanteil haben, oder ist halt sich noch in Grenzen und somit funktioniert das ganze System noch. Genau, und eben in der Fruchtfolge super Pflanzen. Genau, gehen wir wieder zurück, warum machen wir das? Wie gesagt, Rapsglanzkäfer, wir sind schon bei der Schadschwelle. Dementsprechend machen wir jetzt eine Behandlung dagegen. Wir fahren mit Summe Alpha mit 0,3 Liter pro Hektar. Genau. So, jetzt gehen wir dann zum Beispiel zum Einzelkörnerraps. Den mag ich mitnehmen. Genau, da wäre dann der Einzelkörnerraps. Im Moor, ja, man sieht die Reihen doch noch. Wie gesagt, der ist auf 25 cm Abstand gedrillt. Mit 8, ja, um die 28 Pflanzen am Quadratmeter. Genau. Den werden wir dann im Sommer separat ein paar ausdreschen, damit wir Unterschiede im Ertrag sehen können zwischen Einzelkorn und Drillsaat. An und sich ja super Verfahren. Allein schon mal dadurch, dass wir 50% vom Sockel sparen, einfach schon. Das ist schon mal sehr gut. Da sparen wir sich schon die großen Kosten vom Sockel. 50% weniger sind auch irgendwo dann 70 Euro was, 80 Euro pro Hektar, die muss ich schon mal alleine dadurch sparen können. Wir hängen einmal einen Schlauch an fürs Frischwasser. Und schalten aufs Ansaugen. Lassen uns da noch ein bisschen Wasser runter. Genau, wie gesagt, wir werden jetzt die Spritzen befüllen, Einspülschleisen rausklappen, ganz einfach Deckel aufmachen, meinen Becher holen wir sie noch raus zum Abmessen. Am Beginn warten wir immer jetzt einmal, draufsteht halt immer so circa halber, wo soll die Spritzen sein, beim Befüllen von Pflanzenschutzmitteln etc. Jetzt werden wir mal ein paar hundert Liter Eis angelassen. Das ganze Wasser, was wir da verwenden, ist alles Regenwasser. Das, was wir bei unseren Silo etc. zusammenfangen. Wir haben insgesamt
zwei Tanks dafür zur Verfügung im Endeffekt. Mit insgesamt 12.000 Liter Wasser. Das reicht für unseren Betrieb eigentlich auch relativ gut aus, dass wir da immer gut durchkommen. Sprich, wir fangen das Regenwasser von der Dachfläche an, leiten das in die Plastiktanks rein, die wir haben. Das sind alte Weintanks, die wir billig gekauft haben. Und das ist somit auch vollkommen ausreichend für uns. Genau. Ich will jetzt einmal Bittersalz holen. Wie gesagt, das ist Epsotop, Bartop, 25 Kilo Bittersalz. Dazu aktivieren wir die Einspülschleisen und lassen das auch gleich wegsaugen. Dann schneide ich mir das Sackel auf. Und dann werfen wir das langsam rein. Das wird jetzt in der Einspülschleise mit Wasser vermischt und somit gleich aufgelöst, weil es ja salzförmig. Genau, da können wir gleich mal herzahlen. So wird das aufgelöst, gerade das Wasser schön groß. Für den Rest haben wir hier noch eine Handdüse. Wenn es da noch mehr hat, genau. Dann können wir das da ein bisschen noch mithelfen und den Außenbereich runterwaschen. Können wir da noch schnell mithelfen. So, jetzt haben wir das Pflanzenschutzmittel. Wie gesagt, wir fahren mit 0,3 Liter pro Hektar. Das sind bei 3,5 Hektar 1,05 Liter. Das füllen wir jetzt da ein. So, da brauchen wir nur auflassen. Genau, haben wir das schon mal soweit. Jetzt waschen wir noch alles natürlich aus. So wie den Becher. Den weg. Die Lärmbehütnisse werden natürlich auch alle schön ausgewaschen. Ja, perfekt. Das wird natürlich auch alles noch schön ausgewaschen, bis er sich hört. Dann gesondert entsorgt.
Genau. So weiter nochmal dazu. Einspielschleusen klappt man wieder zu für den Straßentransport. Somit stört die uns auch nicht. Ja, 800 Liter haben wir schon. So, nochmal. So. Nur mal kurz zum Raps selber. Genau wie man ihn sieht, oder? Mäuse. Bleiben leider nicht aus. Schauen wir, hoffentlich wird das die Jahre jetzt einmal besser. Ebenfalls zum Raps. Sorte ist von der Sapa Linz Artemis. Mittlerweile dritte oder vierte Mal bei uns im Anbau, waren wir immer sehr zufrieden. War bis jetzt immer irgendwo bei 4 Tonnen pro Hektar im Durchschnitt und Ölgehalte irgendwo 45-46%. Also doch sehr, sehr, sehr gut. Relativ kompakte Sorte, viele Seitentriebe, Nebentriebe. Ich war jetzt auch schon draußen heute mal zählen. Wir haben irgendwo zwischen 16 und 22 Nebentriebe, was sehr gut ist. Schöner Ansatz für die Knospen. Genau, wie gesagt, wir haben ja schon den 31. März, dementsprechend die ganze Stickstoff, die ganze Düngung ist abgeschlossen beim Raps. Das versuchen wir auch die letzten Jahre immer, so dass wir das vor Ostern bzw. vor Ende März mit der Düngung fertig sind im Raps. Erstens, dass wir nicht mehr so viel kaputt fahren, weil der Raps gerade in dem Stadium, wo er jetzt da ist, jetzt mal drüber fahren. Pro Pflanzen, die meisten sind dann kaputt, beziehungsweise bilden nur noch einzelne Seitentriebe, die natürlich nicht den gleichen Ertrag bringen. Genau. Dementsprechend schauen wir, dass die Düngung immer schon möglichst früh fertig ist. Beziehungsweise der Raps ja auch mit seiner super Fallwurzel, der holt sich die Nährstoffe so und so aus dem Boden. Der soll ja oben wachsen. Wie gesagt, sonst sage ich mal danke wieder fürs Zuschauen. Ich wünsche euch nur ein schönes Osterwochenende und wir sehen uns nächste Woche. Servus!